Grüezi miteinander. Wer kennt sie nicht, die drei magischen Worte? Ich bin Schweizer. Nur woher kommt der Begriff Schweiz eigentlich und wieso heißt unser Land so? Diese Fragen wollen wir heute beantworten, zumindest soweit wir es überhaupt können. Der Begriff Suites wurde bereits im 10. Jahrhundert erstmals erwähnt. Damals umschrieb das Wort aber keine geografische Einheit, sondern die Bevölkerung des Ortes oder des Landes Schweiz. Den Kanton Schweiz kennen wir natürlich alle. Er gehörte mit Uri und Unterwalden zu den drei Urkantonen. Diese drei Urkantone bildeten 1291 oder 1315 einen losen Bund, um ihre Reichsprivilegien zu verteidigen. In dieser Frühphase des Bündnissystems nahmen die Schweizer eine herausragende Rolle ein. Überregional bekannt wurden die Eidgenossen spätestens ab 1315 und mit dem Sieg in der Schlacht am Moorgarten. Ungefähr ab diesem Zeitpunkt wurde Schweizer als Sammelbegriff für die Eidgenossen verwendet. Nicht aber von den Eidgenossen selbst, sondern vor allem von außen. Das Zusammenfassen der verschiedenen Bündnispartner als Schweizer war zunächst also keine Eigenbezeichnung, sondern eine verallgemeinernde deutsch-österreichische Außenperspektive. Deswegen kam es auch zur mittelhochdeutschen Transformation von Schwyz zu Schweiz. Der Begriff Schweizer war in der Außenbetrachtung sehr negativ konnotiert. Schon im 14. Jahrhundert wurde der Begriff vom ausländischen Adel abwertend verwendet. Die bäuerlichen, unzivilisierten und rückständigen Schweizer. Ganz im Gegensatz zu den vom Adel geprägten Herrschaften im heutigen Süddeutschland. Aber auch von uns aus im Süden waren die Ausdrücke für Schweizer negativ behaftet. Machiavelli benutzte die Variante «Svizzeri» für das ungebildete, aber kriegstüchtige Volk. Der Begriff Schweizer wurde im Schwabenkrieg von 1499 zusätzlich mit Hass und Feindseligkeit aufgeladen. Aus deutscher Perspektive spricht man folgerichtig nicht vom Schwaben, sondern vom Schweizerkrieg. Das edle Haus Habsburg und der mächtige Schwäbische Bund konnten sich gegen die ungebildeten, als unzivilisiert betrachteten Eidgenossen nicht durchsetzen. Und spätestens mit dieser hasserfüllten Konnotation begannen die Eidgenossen, sich selbst als Schweizer zu bezeichnen. Im Sinne von, ihr wollt uns mit einem Begriff beleidigen, dann übernehmen wir ihn ganz einfach. Vor allem das vitale Schweizer Söldnerwesen war es, das den Begriff Schweizer in der Außenwahrnehmung aufgewertet hat. Schweizer Söldner waren hoch begehrt. Nicht nur waren sie außerordentlich gute Kämpfer, sie glänzten auch durch Pflichtbewusstsein und Durchhaltewillen. Nach dem 15. Jahrhundert begannen die Eidgenossen, das gesamte Bündnissystem als Schweiz zu bezeichnen oder als schweizerisch. Es gibt dafür verschiedene Belege, die um 1550 begannen und sich durch die Jahrhunderte ziehen. Die Geschichte, die Chroniken oder Aufzeichnungen wurden im Deutschen mit Schweizer, Schweizer oder Schweizerisch versehen. Der Begriff setzte sich so mehr und mehr durch. Im 19. Jahrhundert und mit der Staatwerdung der Schweiz wurde Schweizerisch immer stärker verwendet. Vor allem um das Einende zu betonen. Wir waren zwar immer noch Angehörige unserer Kantone, aber alle waren Schweizerinnen und Schweizer. Im Schweizerdeutschen gibt es eine Art ungeschriebenes Gesetz. Denn im Schweizerdeutschen sprechen wir von der Schwyz, von Schweizer. Es gibt zwei Merkmale, die anzeigen, dass wir über das gesamte Land und nicht etwa vom Kanton sprechen. Je nach Dialekt wird es schon durch die Betonung klar. Wer von Schwyz oder Schweizer redet, der meint das gesamte Land. Wer von Schwyz oder Schweizer redet, der meint den Kanton. Um das noch ein wenig deutlicher zu machen, wird im Schweizerdeutschen beim gesamten Land immer der Artikel mitgenannt. Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus der Schwyz. Im Falle des Kantons wird der Artikel weggelassen. Ich komme aus Schwyz. Ich komme aus Schwyz. Also so tönt's, wenn's ein Ostschweizer seid. Damit wissen wir jetzt, dass Schweizer als Sammelbegriff für alle Bündnispartner erst eine negativ konnotierte Außenwahrnehmung war, später dann trotzig von den Eidgenossen übernommen wurde. Und verantwortlich waren die Schweizer, die eine herausragende Rolle in der Frühphase des Bündnissystems einnahmen. Nur falls diese Frage jetzt aufkommt, das Schweizer Kreuz hat übrigens nichts mit dem Schweizer Wappen zu tun. Diese Wappen entwickelten sich unabhängig voneinander. Das haben wir uns auch schon gemeinsam angesehen. Den Beitrag findet ihr in der Infobox.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso heißt denn Schwyz Schwyz? Und da habe ich leider schlechte Neuigkeiten. Gesichert werden wir das nie erfahren. Über viele Jahrhunderte existierte eine mythische Sage über den Ort Schwyz. Die Urschweizer sollen aus Skandinavien, allen voran aus dem heutigen Schweden stammen. Hunger und Armut zwangen die Menschen aus dem hohen Norden in die Zentralschweiz. Zwei Brüder, Svit und Jay, kämpften um den Vorrang. Svit erschlug Jay und die Ortschaft wurde nach ihm benannt. Je nach Quelle heißen die Brüder leicht anders. Es gibt keinerlei handfeste Belege für diese Herleitung und vor allem ist das einfach eine abgeänderte Form von Romulus und Remus. Also können wir das getrost vergessen. Es gab über die Jahrhunderte verschiedene Versuche, den Namen Schwyz zu deuten. Die plausibelste und wahrscheinlichste Erklärung ist folgende. Der Name Schwyz geht auf einen indogermanischen Begriff zurück, der so viel wie glänzen oder schimmern bedeutet. Der Talkessel wurde durch ein breites Flussbett mit vielen Kiesbänken erhellt oder zum Schimmern gebracht. Nach großen Regenfällen oder nach der Schneeschmelze standen oft über längere Zeit Tümpel, die beidseits des Flusses das Gelände heller gemacht haben. So bedeutete Schwyz so viel wie hell leuchtendes Fließgewässer. Das ist mit die beste und plausibelste Herleitung, die wir aktuell haben. Und damit müssen wir uns wohl zufrieden geben, denn Gewissheit werden wir nie erhalten. Gewiss ist aber, dass heute das Wort, das vor einigen Jahrhunderten noch eine Beleidigung war, eine ganz andere Bedeutung hat. Und ich kaum etwas lieber sage als «Ich bin Schweizer». Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.